So, gleich sind 17 Uhr, die Haare stehen fast. Und das sind unsere Themen heute. Heieieiei, das wird ja was. Wir werden es gleich erfahren. Also bis gleich hier bei TAF. Also ich dachte, die Jungs macht das immer so. Kein Wasser, kein Strom, kein Essen. Ja, in Florida geht ja gerade wirklich die Welt unter, im wahrsten Sinne des Wortes. Hunderttausende Menschen fürchten da um ihr Leben. Ja, und es ist wirklich unfassbar. Aber in solchen apokalyptischen Situationen gibt es sogar manche Menschen, die sich absichtlich in Lebensgefahr bringen. Oh Mann, echt unfassbar. Wir schicken den Menschen da drüben auf jeden Fall ganz viel Kraft und machen weiter mit einem ganz anderen Thema. Ja, den Rettern schicken wir vor allem auch ganz viel Kraft. Wir machen jetzt weiter mit einem Typen, ne, mit der aktuellen Flamme ausgehen, die dann aber stehen lassen, um dann mit der Ex wieder händchenhaltend zu verschwinden. Das ist wirklich mal eine Nummer, ne? Ja, an sich schon ziemlich frech, muss man sagen. Aber kann man sich anscheinend leisten, wenn man Leonardo DiCaprio heißt. Klar. Heiliger Bimbam, das haben sich, glaube ich, auch die Gäste vom Lollapalooza-Festival gedacht, gell? 170.000 Leute hatten am Wochenende Lust auf Musik, Feiern, Spaß und so weiter und so fort. Ne? Ja, doch für viele Besucher endete diese Party dann wirklich in einem Horrortrip. Hier sind die ganzen Hintergründe von diesem Chaos-Festival Lollapalooza. Ja, das wäre doch was. Jetzt machen wir weiter mit Negativschlagzeilen, denn kaum ein Promi macht im Moment so viele wie er. Ex-Kinderstar Aaron Carter. Ja, nach Drogenproblemen, Zusammenbrüchen der emotionalen Art und jetzt auch kürzlich noch Festnahme wegen Drogen am Steuer, kommt jetzt der nächste Hammer. Ja, das wünschen wir ihm auch. Jahrelang musste ich mich jünger schummeln, damit ich Platten verkaufe. Das sagt nicht ich, ja, ich weiß, armes Haschi, sondern eine weltbekannte Sängerin. Ja, es gibt anscheinend so ein Verfallsdatum in der Musikbranche. Ab 40 übrigens, läuft gar nichts mehr und du verkaufst keine Platten mehr. Wir wollten gucken, stimmt das, und haben mit echten Superstars darüber gesprochen. Ja, und echt erstaunliche Antworten bekommen, ganz ehrlich. Glück gehabt, dann kann ich ja doch noch als Sängerin durchstarten. Ne? Apropos durchstarten, die Wiesn steht vor der Tür. Es geht wieder los hier in München. Ja, und wer noch eben ein Date fürs Bierzelt braucht, vergessen Sie Tinder. Ab sofort schreibt man sich wieder Zettel. Echt? Ja, toll. Muss ich mal ausprobieren, ja. Und wo man das absolute Wiesn-Oldschool-Must-Have bekommt, das sagen wir jetzt. Und wir zeigen die neue Dirndl-Kollektion von Kathi Hummels. So sieht's aus. Hier ist der Wiesn-Taff-Trend. Werde ich alles ausprobieren. So, jetzt was anderes hier. Apropos trinken. Wer kennt das nicht? Da fängt man mal eine Flasche ein. Ich habe schon wieder zu viel Wein. Ein oder Wein. Da fängt man mal wieder eine Flasche Wein an zu trinken und da bleibt noch was übrig. Was macht man damit? Einfrieren. Ja, ich kann es selber noch nicht ganz glauben, aber wir haben es einfach mal ausprobiert. Wein und andere tolle Sachen. Ja, und wir werden tatsächlich sehr überrascht sein. Und es geht fresh weiter mit der New York Fashion Week. Welcher Promi da den spektakulärsten so wie du, ich brauche auch Wein hier irgendwie, Tore, das hilft doch nicht, den spektakulärsten Auftritt hatte und wer den peinlichsten? Hier ist der Taufklatsch. Wo ist der Wein? Oh ja, und weil ich ja quasi live dabei war. Es hat Bang gemacht, liebe Leute. Unbedingt am Donnerstag 20.15 Uhr reinschalten. Und jetzt wird es auch aufregend bei uns. Das wird lustig. Fast so lustig wie unser Gewinnspiel. Da gibt es nämlich diesmal was echt Geiles zu gewinnen. Das muss ich sagen. Sie haben nämlich die Chance auf 2 Plätze in einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Inklusive, und jetzt wird es sehr interessant, Verzehrgutschein für Bier und Hähnel. Die Plätze sind im Wert von 1.000 Euro und werden zur Verfügung gestellt von oktoberfest-tischreservierung.de. Anrufen der 01379446000. Dort bitte das Kennwort Oktoberfest nennen oder Oktoberfest per SMS dann 3x4, 3x die einschicken. Wir drücken die Daumen. Bis Prost. Gleich. Cheers. Zurück bei TAF, live aus München mit Spanien. Das ist nicht nur das zweitbeliebteste Urlaubsland von uns Deutschen. Nein, viele wollen auch für immer da leben. Ja, und das trotz der jüngsten Terroranschläge und einer Arbeitslosenquote von rund 20%. Wir haben mit deutschen Auswanderern gesprochen, die diesen Schritt gewagt haben an die Mittelmeerküste. Ja, wir schicken jetzt die Leute nicht nach Spanien zum Party machen, sondern hier nach München. Wir haben echt was Geiles. Wir haben 2 Plätze in einem tischreservierung.de und sie übernachten auch noch in einem 4-Sterne-Hotel in München. Ach, das Ganze ist ja eh schon unbezahlbar sozusagen. Ja, und trotzdem gibt es auch noch 500 Euro Reisegeld obendruf. 01379446000, Ihre Nummer zum Glück. Dort wird das Kennwort Oktoberfest nennen oder Oktoberfest an 3x4, 3x die einschicken. Wir drücken Daumen, gleich kommt der Klaas. Bis gleich. Hierhin. Fast. So, da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München. Sie denken, Interviews über Politik sind immer steif, trocken, langweilig.
Na, das stimmt definitiv nicht. Klaas Häufer-Umlauf macht nämlich ab sofort Quatscheritis sozusagen mit Spitzenpolitikern. Das kann ja was werden, ne? Ja, wie zum Beispiel Kanzlerkandidat Martin Schulz oder auch mit Promis wie Bella B. von den Ärzten. Und man kennt ja diese ganzen Polit-Talks, ne? Kann man einfach mal alles vergessen. Das wird anders. Klaas hat.